Hallo, ihr lieben Duftnasen da draußen. Ich hoffe, dass jetzt das Licht ein wenig mitspielt. Es wird hier andauernd immer wieder super grau und dunkel, denn es regnet schon seit Tagen in Strömen und ja. Ich hoffe jetzt einfach mal das Beste. Ich möchte euch nämlich eine Kerze zeigen, die ich getauscht habe mit der lieben Maike. Maike hat mich angeschrieben, weil sie in meinem Video gehört hat, dass ich ja so auf die Pink Dragon Fruit abfahre von Yankee Candle. Und sie schrieb, sie hätte da eine Drachenfruchtkerze für mich, die zwar schon gebrannt hat, aber die sie mir gerne schicken würde, damit ich sie mal testen könnte, weil ich ja den Pink Dragon Fruit auch so sehr mag. Und sie hat dabei weder erwähnt, um welche Firma es sich handelt, noch wie die Kerze heißt oder wie viel Gramm es sind. Das war mir in dem Moment aber auch egal. Ich dachte mir, Drachenfrucht möchte ich haben. Und ich weiß gar nicht warum. Im Kopf dachte ich, es wäre eine Colonial. Vielleicht, weil ich außer von Yankee nur Colonial kenne, die eine Drachenfrucht-Duftrichtung anbieten. Und der von Colonial ist zwar nicht so toll wie der Pink Dragon Fruit, aber er riecht trotzdem fruchtig floral und ich dachte, wäre ja nett, ihn auch mal zu brennen. Ja, und dann haben wir halt einen Tausch beschlossen. Ich bekomme diese nicht näher bestimmte Drachenfruchtkerze und sie von mir eine Tuscany Candle. Und sie hat auch schon direkt gesagt, dass sie momentan lieber Kerzen als Melz düftelt und dass sie mir deswegen ein paar Duftis beilegt noch. Ja, und jetzt am Wochenende kam das Paket an. Ich habe dann mal reingeschaut. Ich werde euch gleich zeigen, was da drinnen war. Ich konnte allerdings am Wochenende kein Video dazu drehen. Ich war magendarmmäßig angeschlagen. Ich hatte Krämpfe und es tut mir leid, es wäre nicht gegangen. Ich habe mich zu schlapp gefühlt und selbst wenn ich mal kurz so ein Hoch hatte, dann hatte ich keine Lust auf ein Video. Ihr müsst verzeihen. Das hole ich ja jetzt nach. Auf jeden Fall kam am Samstag halt dieses Paket an und ich habe ausgepackt und war erstmal überrascht. Die Kerze, die ja nicht näher benannt wurde, ist eine Yankee Candle. Ein 2-Docht-Tumbler, 623 Gramm und es fehlt noch gar nicht viel daraus. Und zwar aus der Wild Journeys Reihe der South African Dragon Fruit. Leute, schaut euch das an. Da fehlt vielleicht ein Zentimeter Wachs. Mehr nicht. Also Wahnsinn. Also erstmal, Maike, Dankeschön. Diese Kerze hier ist viel größer und auch wertvoller als die Tuscany, die ich dir geschickt habe. Wenn ich dir irgendwie noch was Gutes im Nachgang tun kann, dann lass mich bitte wissen, was das denn ist. Aber zu dieser Kerze, dieses wunderschöne Schätzchen hier. Sie riecht wirklich exakt wie der Pink Dragon Fruit. Also ich rieche keinen Unterschied. Ich habe sie auch gestern neben die Original Pink Dragon Fruit gehalten und mit verbundenen Augen würde ich keinen Unterschied riechen. Das ist ein richtig schöner Sommerduft. Fruchtig, fröhlich, spritzig. Einfach nur schön. Ich bin nicht der große Duftfan von so Fruchtdüften. Im Sommer landen sie natürlich immer mal in der Lampe oder auch die ein oder andere Kerze wird mal angezündet. Es ist aber nicht so mein Beuteschema. Diese allerdings finde ich Wahnsinn. Och, die hat sowas für mich wirklich Fröhliches. Und wenn ich diesen Duft rieche, es hat sowas Beschwingtes. Und ach, ich mag ihn einfach. Vielen lieben Dank, Maike. Der ist toll. Und dann hat sie ja angekündigt, dass sie mir noch ein paar Duftis mitschickt. Das hat sie dann auch getan. Erstmal in Form von 4 Airwick Clamshells. Diese Clamshells bekommt ihr bei DM und Rossmann zum Beispiel. Das sind die sogenannten Drogeriewachse. Sie kosten, glaube ich, pro so ein Clamshell 3 oder 4 Euro. Sie sind also recht günstig. Und ja, sie haben ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich mal. Sie sind weder so tiefsinnig oder tiefgründig und vielschichtig wie Yankee, Goose Creek und diese ganzen Markenfirmen. Sie sind aber auch nicht grottenschlecht. Also ich finde jetzt für Anfänger oder wenn man nur ein Badezimmer oder einen Flur bedufteln möchte, dann ist das total in Ordnung. Und sie kosten ja auch nicht viel. Also von daher finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Und sie hat mir da 3 komplett volle und einen angebrochenen geschickt. Ich halte sie nur mal ganz kurz in die Kamera. Die Düfte sind, wie gesagt, nicht ganz so vielschichtig, nicht ganz so intensiv, nicht ganz so tiefgründig. Aber für den Preis komplett in Ordnung.
Und ich denke, ich werde sie im Bad bzw. im Flur verdüfteln. Dann hat sie mir mitgeschickt einen Colonial Candle Zimmer Snap. Und zwar von meinem geliebten Cozy Cashmere. Den habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt und gesagt, dass ich den mag, weil das so ein sanfter Kaschmirduft ist. Der kommt nicht so stark parfümig um die Ecke, sondern ganz sanft. Er ist trotzdem sehr intensiv und auch parfümig. Aber diese Kaschmirnote erschlägt einen nicht. Und dieses Zimmer Snap ist übrigens noch fast voll. Finde ich super. Vielen lieben Dank, Maike. Dann hat sie mir zwei Hard in Home Tarts geschickt. Einmal die französische Vanille. Der riecht wirklich schön nach Vanille und wie immer bei französischer Vanille rieche ich, warum auch immer, einen Hauch Kaffee raus. Französische Vanille riecht für mich immer wie so 95% Vanille mit 5% Kaffeeduft. Sehr schön, mag ich. Und ein Tart von Hard in Home, über das ich mich besonders gefreut habe, das ist der Himmelsblau. Himmelsblau ist neben dem, wie heißt er denn jetzt, Schutzengel und der puren Leidenschaft und der Kletterrose, mein absoluter Liebling von Hard in Home. Dieser Duft ist frisch, süßlich und voller Moschus. Und, ich finde ihn schwer zu beschreiben, ich hatte ihn aber immer, weil er Himmelsblau heißt, auch genau bei solchem Wetter an, das heißt, im frühen Sommer, bevor diese Hitzewelle kam, bei strahlenblauem Himmel und Sonnenschein habe ich ihn angemacht und ich fand, da war er gut aufgehoben, da hat er gepasst und er hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich liebe Himmelsblau. Vielen lieben Dank auch dafür. Dann hat sie mir noch 5 Yankee Tarts geschickt. Die habe ich schon in Tütchen verpackt am Wochenende. Aber auch die zeige ich euch. Das ist zum einen der Shea Butter. Shea Butter ist ein schöner, weicher, pflegender Duft, wie eine Bodylotion mit Shea Butter, also relativ authentisch. Dann hat sie mir geschickt den Iced Gingerbread. Der muss dann halt noch ein Jährchen warten, bis er dann wieder ran darf. Das ist ein sehr authentischer, aber sehr starker Lebkuchenduft. Man muss schon Lebkuchendüfte mögen, um ihn zu verdüfteln, denn er ist wirklich sehr intensiv und sehr, sehr stark. Dann noch ein Food-Duft. Und obwohl er eigentlich ein weihnachtliches Label hat, finde ich, kann man ihn im ganzen Jahr düfteln. Und zwar ist das der Christmas Cookie. Christmas Cookie ist ein schönes Vanille-Butterplätzchen. Und deswegen finde ich, ist er eigentlich ganz jährlich. Wann immer man Lust hat auf ein schönes Plätzchen, auf einen schönen Plätzchenduft, kommt Christmas Cookies eigentlich ganz gut. Er ist schön vanillig und süß und man riecht die Gebäcknote raus und ich mag ihn sehr gerne. Dann hat sie mir von Yankee geschickt den Viva Havana. Viva Havana, finde ich, ist auch ein ganz besonderer Duft. Der ist rauchig und enthält Sandelholz und ja, leicht süßlich und trotzdem herb. Ganz schwer zu beschreiben. Ich finde, er ist was ganz, ganz Besonderes. Wer Sandelholz und rauchige Düfte mag, Viva Havana, solltet ihr mal testen. Ich finde, dass dieser Duft auch so ein bisschen unterschätzt wird. Und dann hat sie mir noch ein Schätzchen geschickt, so eine kleine Rarität, die es schon seit Jahren nicht mehr im Handel gibt. Und da habe ich mich sehr gefreut, denn ich habe den noch nie gehabt. Und zwar ist das der Milk and Cookies. Und jetzt weiß ich nicht, er lag wahrscheinlich ja auch mit diesem Gingerbread zusammen, ob das vom Gingerbread ist oder ob Milk and Cookies eine Zimtnote hat. Aber ich rieche hier eine Gebäcknote mit Vanille und eben Zimt. Und jetzt weiß ich gerade überhaupt nicht, ob der hier die Zimtnote hat oder ob das jetzt sich nur ganz leicht in der Verpackung überlagert hat. Ich denke, ich werde es aber schon sehr bald herausfinden, denn auf den bin ich wirklich neugierig und ich denke, dass der noch in diesem Winter verbraucht werden wird. Ja. Dann hat die liebe Maike mir auch noch 3 Scentshots hier geschickt von Iceflower. Die sind alle vom Gießdatum November 17, also schon über ein Jahr alt. Sie riechen noch intensiv.
Ich werde sie aber trotzdem jetzt recht zügig aufbrauchen, bevor der Duft weg ist. Der erste davon ist der fränkische Schneeballen. Das klingt ja schon sehr nach was Foodigem. Ich muss dazu sagen, ich kenne fränkische Schneeballen nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es noch nie gesehen, gehört, gegessen. Tut mir leid, liebe Franken. Ich meine das nicht böse, es ist halt so. Aber die fränkischen Schneeballen sind definitiv ein Zimtgebäck. Sehr süß, sehr zimtig. Es könnte auch ein Zimtschnecke sein. Also ein süßes Zimtgebäck ist der fränkische Schneeballen. Dann hätten wir die heiße Schokolade mit Schlagsahne. Und ja, der riecht wirklich nach heißer Schokolade. Also mein geliebter Marshmallow Fudge von Goose Creek zum Beispiel riecht ja wie ein Milchkakao. Also Kakaopulver, das in Milch eingerührt wurde. Das hier riecht wirklich wie heiße Schokolade. Richtige, tiefe, dunkle Schokolade. Unglaublich süß und dekadent und ein bisschen was Cremiges im Abgang, das wird die Schlagsahne sein. Er riecht für mich, obwohl es dunkle Schokolade ist, nicht muffig in der Nase. Und da bin ich sehr gespannt, wie der warm ist. Ich hoffe, dass er dann auch nicht muffig ist, sondern so bleibt, wie er jetzt ist, oder? Denn dann wäre er super für mich. Und der für mich schönste dieser drei Cups ist die zauberhafte Weihnacht. Obwohl das für mich kein Weihnachtsduft, sondern eher ein Winterduft ist. Und ich denke, dass der auch heute bei diesem Scheißwetter noch in die Lampe wandern darf. Das ist nämlich ein Pfefferminz-Eukalyptus-Duft. Vor allem Eukalyptus. Ich rieche dann Eukalyptus raus. Und ich weiß nicht, ob er warm ätherisch sein wird oder ob er cremig sein wird. Das ist mir aber ganz egal, weil ich liebe Pfefferminz- und Eukalyptusnoten in allen Varianten. Und deswegen weiß ich, er wird mir gefallen. Und ich glaube, der ist wirklich heute fällig. Das Wetter passt dazu. So, das war dann aber immer noch nicht alles. Sie hat mir dann auch noch 4 Mails mitgeschickt von Wohlfühlmomente, Doris Duftstübchen. Und zwar einmal den Fluffy Towel. Guck mal, das ist so ein richtig großes Melt. Das sind eigentlich alles sehr große Melts. Da ist mir jetzt eine Ecke abgebrochen. Die ist noch hier in dem Tütchen. Mit einer heraldischen Lilie und ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist Glitzer drauf und Schimmer und so. Und der Fluffy Towel riecht anders als der Fluffy Towels von Yankee. Für alle, die bei Yankee meinen, dass Fluffy Towels beißend oder stechend riecht, ich glaube, der hier ist milder in eurer Nase. Der hat sowas wirklich von frisch getrockneter Wäsche, die gerade so aus dem Trockner kommt, aber die nicht groß einen sehr intensiven Weichspüler oder gar ein Wäscheparfum an sich hat, sondern einfach nur sauber und reine Wäsche. Es ist ein sehr schöner Wäscheduft und ich bin gespannt, wie der sich warm entwickelt. Der Fluffy Towel. Dann hätten wir hier den Brown Sugar and Fig. Dann auch wieder so ein schönes großes Melt. Auch der hat die Lilie drauf, diesmal eingelassen. Richtig dick. Ja, also die Feige rieche ich jetzt nicht raus. Den Brown Sugar nur insofern, als das hier natürlich eine süße Unternote ist. Leicht, ganz leicht karamellig, also da würde man dann vielleicht schon auf den braunen Zucker kommen. Aber mehr kann ich zu dem Duft jetzt kalt auch gar nicht sagen. Da müsste ich mal schauen, wie der sich warm entwickelt, ob die Feige dann kommt und wie diese Kombination ist. Der nächste ist der First Blush. Na, meine Finger sind jetzt ein wenig ölig von den ganzen Melts. Jetzt kriege ich das Tütchen gar nicht mehr richtig gefasst zum Aufmachen. Jetzt habe ich es. Auch da sind Lilien drauf. 4 Stück. Ja, und First Blush ist, finde ich, ein schöner Frühlingsduft. Und zwar die Zeit, wenn die ersten Blüten kommen. Ja. Und die ersten zarten Blüten da sind, die noch nicht so intensiv riechen, aber so ganz mild, süßlich. Das ist für mich First Blush, ein Frühlingsduft.
Und der letzte, das ist der Be Delicious. Und das ist ein Herz. Warten wir mal, dass wir den schneller aufkriegen. Jawohl. So sieht das Herzchen aus. Auch hier ist ein bisschen, na, das sieht man nicht, Glitzer. Oh, ein Be Delicious gefällt mir. Ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll. Er ist ein Frühlingsduft für mich. Er hat wirklich grüne Akzente. Also ist für mich wie ein bisschen Wiese, ein bisschen was Zitrisches, ein bisschen so die ersten Blüten, die ersten Blätter an den Bäumen und Sträuchern. Sehr frisch, aber mit einer ganz leichten, lieblichen Unternote. Überhaupt nicht ins Reiniger, geruchsmäßig abdriftende. Der ist für mich in meiner Nase einfach nur schön. Ein richtig toller Frühlingsduft, auf den freue ich mich. Ja, und das ist, was die liebe Maike mir geschickt hat. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken, Maike. Ich habe überhaupt nicht mit so viel gerechnet und auch nicht mit einer so tollen Kerze. Und wie gesagt, wenn ich dir nochmal was Gutes tun kann, dann lass es mich wissen. Ja, bei allen, die jetzt zugeschaut haben bis zum Ende, bedanke ich mich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht gebt ihr mir einen Daumen hoch oder schreibt was Nettes in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann macht einfach gar nichts. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst mal wieder. Tschüssi.